So, versprochen, mein letzter Versuch. Wie ihr hört, habe ich auch ein bisschen noch was zu tun mit meiner Covid-Erkrankung. Ich habe beim letzten Mal gezeigt, dass der Transceiver funktioniert. Ihr wart auch so geduldig und habt euch auch zum Teil komplett alles angeguckt, was an technischen Details drin vorkommt. Vielen Dank. Dann habe ich im nächsten Schritt, vielleicht habt ihr das Video auch gesehen, das erste Standard-QSO damit gemacht, und zwar mit Lars, mit Sierra Alpha 4 Bravo Lima Mike in Schweden, über 1000 Kilometer von zu Hause mit den vielen Störungen. Hat auch geklappt, toll. Und dann war mir klar, jetzt kommt der letzte große Schritt, den ich brauche, bevor das Ganze dann in die Kiste kann, nämlich ein Kia zu entwickeln. Also ein Kia, mit dem ich dann eben praktisch auch die klassischen kleinen Mini-Tasten verwenden kann im CW-Betrieb. Ein Kia ist kein Teufelswerk, sondern den kann man sich wunderschön, wenn man ein bisschen von C, also der Programmiersprache oder anderen Programmiersprachen versteht, kann man sich den wunderbar selber programmieren. Aber wie gesagt, da gibt es eine kleine Option, die nicht ganz einfach ist. Aber wenn man es einmal richtig hinbekommen hat, kein Problem. Das habe ich auch schon, das hatte ich auch schon, aber der war in so einer großen Ausführung an einem Arduino, der war, also vielleicht fast doppelt so groß wie diese Taste. Und das war mir zu viel. Also, was mache ich? Ich kaufe mir den allerkleinsten Mini-Arduino, also den Mini-Mikro-Controller, den es im Moment auf dem Markt gibt. Und das ist der wohl unter anderem der DigiSpark. Hier ist er. Das ist der ganz kleine, der kleine Chip hier. Der hat quasi letztendlich auch nur einen einzigen Chip, den er wirklich nutzt. Das ist dieser hier rechte, man kann man jetzt nicht sehen. Das ist hier, ne? Das ist so ein Tiny, AT Tiny 85. Das hier ist nur ein Spannungsregler, um eben auch mit mehr als 5 Volt zu kommen. Ich habe ja hier eine Batterie. Den zu programmieren ist im Prinzip ganz einfach, genauso einfach wie einen großen. Aber dieser kleine Chip, also diese kleine Platine, hat keinen USB-Controller. Das heißt, wenn man den programmieren will, steckt man diesen kleinen Chip in den Computer. Nicht direkt, das geht nämlich auch nicht. Also bei mir hat es jedenfalls nicht funktioniert. Man braucht also ein Verlängerungskabel, weil der Stecker hier nur rudimentär ist. Da gibt es ja kein Gehäuse, wie ihr seht. Dann wird er aber nicht als USB-Gerät erkannt. Dann muss also quasi dann wieder ein spezieller Mechanismus, bla 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 bla. Es hat also gedauert, zwei Tage hat es gebraucht, bis ich über alle Hürden von diesem kleinen Mini-Spark hinweggesprungen bin. Und denn diese beiden Kontakte, die zum USB-Programmieren notwendig sind, die werden natürlich auch als Ports verwendet. Und die sind dann so speziell beschaltet. Und es hat also wirklich immer Probleme gegeben. Egal, ich habe sie gelöst und ich führe sie euch jetzt mal vor, die kleine Kiste. Der ist sozusagen einbaufertig. Ja, das war jetzt schon zu langsam für mich, da habe ich schon Fehler gemacht. So, das heißt, ich kann also auf jeden Fall damit schon mal wunderbar mit dieser Mini-Taste von Barmatec arbeiten. Ne? Ein bisschen langsam, also möchte ich es natürlich schneller haben. Und da drücke ich auf diese Taste, kurz drauf. Dann gibt er mir lauter Dots. Und wenn ich jetzt die Dot-Taste drücke, werden die entsprechend schneller. Wenn ich die Dash-Taste drücke, werden sie entsprechend langsamer. Also ich kann mir jetzt praktisch die Geschwindigkeit aussuchen, je nachdem, was mir recht ist. Ich mache mal ruhig wieder ein bisschen langsamer. Und wenn das Ganze dann passt, drückt man beide Tasten gleichzeitig und er ist wieder QRV. Okay, das hat geklappt. Es gibt noch eine zweite kleine Schweinerei, die ich da eingebaut habe, die natürlich beim Vorführen nie funktioniert. Ich hoffe, dass es jetzt klappt. Nee, nochmal. Also Memory-Speicher, ne? Gut, den will ich euch jetzt nicht mehr vorführen, da gab es immer auch der Software noch Probleme, die ist nämlich taufrisch. So, bevor ich jetzt aber euch entlasse, und ich bedanke mich schon vorab für euren Geduld, möchte ich euch noch was Kurzes vorführen, was vielleicht euch gar nicht interessiert. Oder wo ihr sagt, ach nee, das muss ich nicht auch noch machen, das ist mir zu kompliziert. Und im Grunde habt ihr recht. Dass ich es mache und dass ich es auch nutze, liegt einfach allein daran, dass ich damals beim Morsenlernen sehr schnell gesagt habe, nee, alle sagen, fang mit einer Straight-Key-Taste an, mach also alles mit Straight-Key, dann lern das mal ordentlich und wenn du dann ordentlich mit einer Straight-Key-Taste morsen kannst, dann kannst du dir so ein Pedal kaufen. Und weil der Christoph natürlich immer alles ganz anders macht und der so ein kleiner Chaot ist,
der nicht auf die großen Gurus so gerne hört, ne? Sorry, ich gebe es ja zu. Habe ich mir gleich ein Pedal gekauft, nicht dieses, ein anderes, und habe das dann an die FT817 angeschlossen. Und als ich das ausprobiert habe, ist mir was aufgefallen. Wenn man also hier die Dashs gibt und die Dits, das ist völlig normal, aber was passiert, wenn man beide gleichzeitig drückt? Dann macht er so merkwürdige Sachen. Da, die, da, die, da, die, da, die. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ihr werdet das alle kennen, das ist dieser sogenannte Iambic-Modus oder Jambus-Modus im Deutschen. Das heißt, man kann mit diesen beiden Tasten erreichen, dass die Zeichen sich abwechseln, und zwar automatisch abwechselnd gegeben werden. Immer das Zeichen, was man zuerst auslöst, oder ich darf gar nicht sagen Zeichen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, dit, dot, dash, also diese einzelnen Elemente eines Zeichens, die werden zuerst, wenn ich das die Taste drücke, die das, sagen wir mal, das dit zuerst ausgibt, oder das Dot, ich sage immer Dit, Dot, dann wird das auch als erstes gegeben. Wir mal gucken. Also ich mache hier Dit und jetzt drücke ich. Dann macht er Dit da, Dit da, Dit da. Dazu muss ich die Taste, die Dit-Taste oder Dot-Taste zuerst drücken und dann erst die Dash-Taste. Wenn ich es umgekehrt mache, naja, ist klar, was dann passiert. Dann kommt erst das Dash. Ist ja schon manchmal ein entscheidender Unterschied, ne, beim Morsen. Ja, was soll das bringen? Was haben Sie sich da für eine Schweinerei ausgedacht? Nun, es soll das Geben von Zeichen vereinfachen. Und das möchte ich euch jetzt als Abschluss nochmal vorführen, ohne in die Details zu gehen, weil das würde zu weit führen. Wie gesagt, ich habe es damals, Gott sei Dank, Gott, ich bin, also wem auch immer ich bedanken mich muss, weil vielleicht gibt es ja auch einen Gott, vielleicht gibt es auch keinen, habe gelernt, diese Option mit in das Programm, in das Lernprogramm aufzunehmen. Und ich bin heilfroh darüber, weil wenn man jetzt wahrscheinlich, wo man dann vielleicht schon mit dieser klassischen Technik ohne Squeezing gut zurechtkommt, wird man nicht mehr auf die Idee kommen, das dazu zu lernen. Aber ich habe es halt ursprünglich gelernt und lange Rede, kurzer Sinn, ich führe es euch vor. Sehr schön kann man es bei CQ benutzen, also beim C und beim Q. Und ich führe euch das jetzt mal vor. Ich versuche mal ein C zu geben, wie man es normalerweise gibt. Da, die, da, dit. Oh, ich kann schon gar nicht mehr. Ich muss also wirklich mir richtig Mühe geben. Ich mach's mal hier mit. Nee, ich kann schon gar nicht mehr, wie ihr seht. Sondern ich mache Folgendes. Oh. Seht ihr das? Ich benutze eigentlich im Prinzip nur zwei Drücke. Ich fange mit dem Dash an. Dann nehme ich die linke Taste dazu, dann macht sie ja automatisch, wie ihr jetzt gehört habt, hinter dem Dash das Dot, da, dit, da, dit und würde jetzt auf alle Ewigkeiten damit weitermachen. Ich kann aber natürlich das auch abbrechen und in diesem speziellen Iambic B-Modus kann ich das sogar vorher, bevor eigentlich das letzte Dot noch kommen muss, da, die, da, dit oder dit, da kann ich es vorher schon aufhören zu geben, also es merkt schon, ich kann schon, weil er sich nämlich merkt, dass da noch eine Ergänzung kommen muss. Na, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt habt ihr, glaube ich, genug gehört. Ich bei dem Q ist es natürlich auch sehr schön. Ich drücke nur, ne? Und in dem Moment, also da, wenn ich das Dit höre, drücke ich kurz die Dit-Taste, da, die, da, da, Dit, da drücke ich die Dit-Taste und es merkt sich das, während er das Dit gibt und sagt sich, ja, der hat er eigentlich nochmal die Dit-Taste gedrückt, das heißt, ich muss jetzt nochmal als letztes Zeichen das ausgeben, was nach dem Dit kommt und da ist es natürlich das da. Also, ne? Das geht übrigens auch sehr schön beim F. Das geht auch sehr schön beim D.
Da habe ich es übrigens nicht drauf, obwohl ich das wirklich in meinem Rufzeichen habe. Das ist ganz irritierend. Ich versuch's mal. Nee. Doch. Ne? Da habe ich es auch drin. Und natürlich das R habe ich auch drin. Auch wieder. Ich muss nicht machen, sondern... Und das ist natürlich ein guter Anlass, es eben auch zu üben. So, vielen Dank. Ihr habt jetzt genug Geduld bewiesen. Das nächste Video, so ich hoffe, wird euch dann zeigen, dass das Gerät dann zumindest als provisorischer Aufbau dann fertig sein wird und was wir dann damit auch nochmal ein QSO machen. Ne? Okay, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Geduld. Und ich freue mich über jeden, der hier zuhört und zusieht. 73, DL1 CR.